Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight. Ich gehe heute mal wieder als Krankenschwester rein, um meine Million mal wieder zu vervollständigen für den neuen Killer. Mein Perk-Bild ist unverändert mit Barbecue und Chili, Geflüster, trifft deine Wahl und Uneinigkeit. Ich spiele die blutigen Partyluftschlangen, um die Punkte aller Anwesenden zu verdoppeln. Habe das schwache Keuchen dabei, wodurch ich eine dritte Teleportation hinzufüge. Und als weiteres Add-on habe ich noch das unkoordinierte Atmen, welches die Reichweite der Teleportation deutlich erhöht, aber auch die Zielgenauigkeit deutlich verringert. So, hier holen sie sich nochmal Bonus-Blutpunkte, 25% auf alles, verdichten den schwarzen Schleier. Gut, schauen wir mal, auf welcher Karte wir mit der Krankenschwester heute landen werden. Das seufzende Lagerhaus haben wir heute erwischt. Und wir haben eine Obsession im Spiel. Ah, dort hinten schon ein Überlebender. Habe ich das in der Ferne richtig gesehen? So nicht, mein Freund. Damit haben wir Nummer 1 am Haken. Dich haben wir gesehen, wie du in den Schrank steigst. Leider etwas zu spät. Sweetie. Ja, wunderbar. Ah, das war sogar die Retterin, die wir hier erwischt haben. Wie schön. Dann gehen wir hier auf den Befreiungsschlag. Da ist er. Na, machst du den Fehler? So viel zu deinem Befreiungsschlag, Fräulein. Der ist jetzt leider nicht mehr verfügbar. Die sind alle drei da hinten. Interessant. Gesehen. Es tut mir sehr, sehr leid. Sehr schön. Okay, im Schrank versteckt sich niemand. Vielleicht ja in diesem Schrank. Auch nicht. Okay. Aber es ist noch jemand in der Nähe.
unsere Obsession mal wieder. Glück gehabt, Fräulein. Du bist doch bestimmt, trifft deine Wahl. Habe ich mir doch gedacht. Das habe ich mir gedacht. Da ist wieder unsere Obsession. Pop, pop. Hat die Glück gehabt. Na, die hat echt Glück gehabt. Nee. Das hat eben schon nicht funktioniert, der Trick mit der Palette. Tut mir leid. Und wir wissen ja jetzt auch, wo die anderen sind. Da brauchen wir noch nicht mal dich für. Sweetie schon wieder, aber ich weiß, dass ja noch jemand ist. Natürlich ist ja noch jemand. Nein, nicht im Schrank. Echt jetzt? Das bist du ja wohl selber schuld, Fräulein. Okay. Nope, hier ist noch niemand. Da sind gerade Tiere hochgeflogen. Natürlich ist hier jemand. Sind immer dieselben, ne, die wir erwischen. Und der fehlt ja noch. Irgendwer fehlt ja noch.
auch schon erwischt. Da ist er doch. Du hast uns noch gefehlt in der Reihe. Du hast noch nicht gehangen. Oh, wir hatten einen mit unaufhaltsam. Interessant. Ist nicht mehr hier. Wollte zur Rettung kommen, hat sich aber nicht getraut. Wir haben auf jeden Fall in dieser Runde unsere Punkte nun verdreifacht. Allerdings hatten wir nicht viele Jagden und der letzte J-King nur einmal, deswegen dürften wir in der Opferkategorie noch lange nicht alles voll haben. Aber trotzdem sieht es so aus, dass wir gut Punkte gesammelt haben. Schauen wir mal. Brutalität 5900, Hinterhältigkeit fast voll, Jäger über 6000 und Opfer auch knapp an die 7000. Sammeln wieder Erfahrungspunkte für unser Spielerlevel. Schauen hier mal rein. Okay, okay. Auch in der zweiten Runde spiele ich nochmal die Krankenschwester mit dem blutigen Partyluftschlangen, dem schwachen Keuchen und dem unkoordinierten Atmen. Gegen Claudette Morel, Adam Francis, William Bill Overbeck mit Medipack und Mac Thomas. Und Adam nimmt noch eine Taschenlampe mit. Schauen wir doch mal, was dies nun für Überlebende sind. In der Ziel- und in der Tapferkeitskategorie. So einer möchte Generatoren machen, der andere möchte vielleicht den Killer beschäftigt halten, deswegen die Tapferkeitskategorie. Oder spezialisiert sich darauf, Totems zu zerstören. Mal schauen, ob jemand dieser Spieler unsere Obsession ist. Und hoffentlich kriegen wir als Krankenschwester wieder eine gute Karte. Die Macmillan-Karten finde ich immer gut. Mit der Krankenschwester. Schrottplatz ist auch in Ordnung. Da hat man eine gute weite Sicht, auch wenn ich heute irgendwie Tomaten auf den Augen habe. Und es ist Adam Francis mit der Taschenlampe, der auch noch den Entscheidungsschlag hat. Irgendwie wundert es mich nicht. Ja, ja, spreng du mal den Generator, mein Freund. Das hat er gut gemacht. Natürlich will ich ihn auch als erstes erwischen.
Ja, dann hast du den jetzt schon verbraucht, das ist gut. War es das, was du dir mit Tapferkeit vorgestellt hast, falls du überhaupt derjenige sein solltest, der... Palette. Nope, keine Palette. Sehr schön, damit haben wir trifft deine Wahl auf einen der Überlebenden. Nämlich auf dich. Dann kommt wieder an den Haken. Oh!
So. Dann komm mal mit. Auch für dich haben wir einen Haken parat. So. Nun, hier können wir nochmal Brutalitätspunkte sammeln. Immer 300 Punkte, die wir dafür kriegen. Und da geht das letzte Opfer dahin. Zwei Generatoren haben sie geschafft. Und wir haben gut Punkte gesammelt, hoffe ich doch. Yep, das haben wir. Naja, ich bin mehr mit der Krankenschwester gewohnt, aber das ist annehmbar. Jawohl. So, und um die Million voll zu kriegen, spiele ich jetzt noch einmal Feng Min. Nehme auch keine Items oder Opfergaben mit. Warum auch? Es fehlen nur noch 6845 Blutpunkte, die dürfen wir eigentlich zusammenkriegen, auch ohne irgendwas groß einzusetzen. Ich erkläre noch, was ich an Perks dabei habe. Flink, was bewirkt, wenn ich gejagt werde und bei der Jagd durch ein Fenster oder eine Palette hüpfe, erhalte ich danach für 3 Sekunden eine Laufgeschwindigkeit von 150% der normalen Laufgeschwindigkeit. Bewegen uns also kurz schneller, um mehr Distanz zwischen den Killer und uns zu bringen, verursacht jedoch auch 40 Sekunden lang Erschöpfung, was heißt, dass wir danach 40 Sekunden lang etwas anderes als Laufen machen müssen, damit wir uns von Erschöpfung erholen. Laufen wir, dann wird diese Erholung pausiert. Und erst wenn wir uns komplett von Erschöpfung erholt haben, kann Flink nochmal aktiviert werden. Als zweiten Perk habe ich die Selbstpflege dabei, die bewirkt, dass ich mich auch selbst heilen kann ohne Heilungsgegenstände, dies aber nur mit 50% der normalen Heilungsgeschwindigkeit. Sollten wir einen Heilungsgegenstand finden, haben wir natürlich die Heilungsgeschwindigkeit dieses Heilungsgegenstandes und die Effizienz der, also der Aufladungen der Einheiten ist um 20% durch Selbstpflege erhöht. Als dritten Perk habe ich noch die städtische Invasion dabei. Dadurch kriechen wir etwas schneller. Was heißt etwas schneller? Wir kriechen um 100% schneller. Das heißt, während des Kriechens oder Schleichen, nenne ich es eher, bewegen wir uns so schnell wie ein Überlebender, der normal sich bewegt. Und als letzten Perk nehme ich noch die Verzerrung rein. Damit starten wir mit 3 Zeichen und jedes Mal, wenn der Killer unsere Aura lesen kann, sei es durch Barbecue und Chili, der Ruf einer Krankenschwester, verbittertes Gemurmel oder gewisse Add-ons, dann wird das unterdrückt für die nächsten 10 Sekunden und wir verbrauchen ein Zeichen. Und das passiert jedes Mal, wenn der Killer unsere Aura sehen würde und können wir, wie gesagt, nur 3-mal machen, da 3-mal ein Zeichen auf Verzerrung nur liegt. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt mit Feng Min noch die Millionen zusammenbekommen. So, und dann starten wir eine Runde mit Claudette Morel, Dwight Fairfield und einer weiteren Feng Min. Alles Mitspieler, die ich persönlich jetzt nicht kenne und hoffe einfach mal, dass dies auch Teamplayer sind und auch hilfsbereit sind, denn das ist immer fraglich in so einer Runde. Aber selbst wenn nicht,
Uns fehlen ja, wie gesagt, nicht mehr viele Punkte zur Million. Die dürften wir in dieser Runde eigentlich jetzt voll kriegen. Wahrscheinlich verdienen wir sogar mehr, das wäre dann ein bisschen verschenkt. Aber ich bringe ja keinen Einsatz, habe keine Items, spiele keine Opfergabe. Das heißt, ich spiele jetzt ja einfach eine Runde, in der ich eventuell nicht so viele Blutpunkte verdiene, wie ich sie eigentlich verdienen würde. Klingt komisch, ist aber so. Dann schauen wir mal, gegen welchen Killer wir gleich antreten. Wir werden wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auf einer Karte von Quotus Pren landen. Die Wahrscheinlichkeit durch das grüne Item ist um 75% erhöht, aber meistens ist es tatsächlich der Fall, dass man auch auf einer entsprechenden Karte landet. Demnach wäre das die Gestörtenabteilung oder Vater Kempels Kapelle. Es ist Vater Kempels Kapelle. Wunderbar. Und der Zirkus ist in der Stadt. Juhu! Holen wir uns doch direkt mal Zuckerwatte. Oh, wir haben die Krankenschwester. Muss sein, dass sie Uneinigkeit am Start hat. Macht er das absichtlich? Ist das so ein typischer Dwight? Der hat auf jeden Fall Barbecue und Chili. Dort wurde eine Verzerrung aufgebraucht. Ja, das sieht auch schon. Kommen Sie da runter. Och echt. Auf den Rängen gibt es Disconnector. Das ist ja unglaublich. Naja. Da ging Ruin dahin. Ich würde mal behaupten, dass wir punktetechnisch jetzt schon die Million erreicht haben. Dass wir hier lebend rauskommen, sehe ich allerdings noch nicht so wirklich.
gemacht. Die wird auch gesehen durch Barbecue und Chili. Natürlich wird sie das. Selbst befreien kriegen wir nicht hin. Sei nicht so dumm. Na, ich hab's mir schon gedacht. Ich finde aber ein wenig erschreckend. Ich meine, ich bin aktuell auf Rang 3, mit was für Mitspielern ich spiele und was ich auf Rang 15 als Killer für Gegenspieler habe. Irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht. So, aber die Million dürfte voll sein, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Yep, die Million ist voll. Wie viele Punkte haben wir denn in dieser Runde gesammelt? Wir sind auf jeden Fall im Pip wieder gesunken. Ach ja, knapp 2000 Punkte wurden verschenkt. Yep, und da haben wir einen Pip verloren. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Okay. Die beiden waren auch einen niedrigeren Rang. Okay, naja. Das erklärt trotzdem nicht, warum sich hier noch so blöd verhalten wurde. Gerade von Dwight. Aber ich glaube, der hat das absichtlich gemacht. Okay, die Million haben wir voll und in ungefähr einer Viertelstunde kommt das neue Tagesziel. Das werde ich mir nachher natürlich auch noch anschauen. Aber für diese Episode reicht das jetzt erstmal. Zwei Runden Krankenschwester, eine Runde Fengmin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.